Aseilang, sage mir, sich sei gesund. Scheinke Mat von dem ersten Begegnen. Es ist die Sonne aufgegangen mit ihr ganzen Zerflamm und die Schatten von unser Gesegnen. Sei gesund, sei gesund, Zeit zu gehen, muss man gehen. Sei gesund, Zeit zu gehen, muss man gehen. Leider, leider, da di da di da di da la 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 la. Fliegen Regesser weg von ein Tag werden Tag und sie sehnen gar Blut im Scheinjorn und mir stehen noch als ungesegnen sich und es tagt sich schon spätlich geworden. Sei gesund, sei gesund, Zeit zu gehen, muss man gehen. Sei gesund, Zeit zu gehen, muss man gehen. L'chaim. Vor vielen Jahren schenkte mein Großvater mir einen silbernen Weinpokal. Er war so klein, dass er nicht mehr als einen Fingerhut voll Wein aufnahm. In den Kelch war in feiner Gravur ein Bogen, an dem lange Bänder flatterten, eingraviert. Dieser Kelch war vor langer Zeit in Russland hergestellt worden. Er gab ihn mir an einem jener vielen Nachmittage, an denen wir zusammen am Küchentisch in der Wohnung meiner Eltern saßen, Sätze aus seinen alten Büchern auswendig lernten und über die Natur des Lebens diskutierten. Ich war damals noch sehr jung, nicht älter als 5 oder 6 Jahre. Und wenn ich begann, zappelig zu werden, dann verstand er meine Aufmerksamkeit wieder zu fesseln, indem er den sakramentalen Concord-Traubenwein herausholte, den er hinten im Kühlschrank aufbewahrte. Dann füllte er meinen ziselierten Pokal mit Manischewitz und gab einen Schuss Wein in seinen eigenen Pokal, einen großen, silbernen Zeremonialkelch, der schon Generationen alt war. Wir brachten dann zusammen einen Trinkspruch aus. Bis dahin war die einzige andere Feier, die ich kannte, das Singen von Happy Birthday und Ausblasen der Kerzen. Aber dies gefiel mir noch besser. Mein Großvater hatte mir den Trinkspruch beigebracht, den wir verwendeten. Er bestand aus einem einzigen hebräischen Wort, L'chaim, was, wie er mir sagte, auf das Leben bedeutet. Er sprach es immer mit großem Enthusiasmus aus. »Heißt das auf ein glückliches Leben, Opa?«, fragte ich ihn einmal. Er schüttelte verneinend den Kopf. »Einfach nur auf das Leben, Nischumele.« Zuerst machte mir das nicht viel Sinn und ich rang darum, den Sinn zu verstehen. »Ist das vielleicht wie ein Gebet?«, fragte ich unsicher. »Aber nein, Nischumele«, antwortete er, »wir beten um Dinge, die wir nicht haben. Das Leben haben wir ja schon.« »Aber warum sagen wir dies dann, bevor wir Wein trinken?«, bohrte ich weiter. Er lächelte mich vergnügt an. »Großvater«, sagte ich, plötzlich misstrauisch geworden, »hast du dir das ausgedacht?« Er lächelte wieder und versicherte mir, er habe es nicht. Seit Tausenden von Jahren hätten Menschen auf der ganzen Welt das zueinander gesagt, bevor sie Wein tranken. Es sei eine jüdische Tradition.
Ich dachte eine Zeit lang darüber nach. »Steht es in der Bibel geschrieben, Opa?«, fragte ich schließlich. »Nein, ne Schummele«, entgegnete er. »Es steht im Herzen der Menschen geschrieben.« Als er meinen verwirrten Gesichtsausdruck sah, sagte er mir, »Lechaim bedeute, dass das Leben heilig und des Feierns wert sei. Ganz gleich, welche Schwierigkeiten es uns bringe, ganz gleich, wie schwer oder schmerzvoll oder unfair es sein möge. Deshalb ist auch der Wein süß, um uns daran zu erinnern, dass das Leben an sich ein Segen ist.« Es ist fast 55 Jahre her, dass ich meinen Großvater zuletzt habe sprechen hören. Aber ich erinnere mich noch sehr gut an die Freude, mit der er den Trinkspruch auf das Leben ausbrachte. Und an das Blinken in seinen Augen, mit dem er »Lechaim« sagte. Ich habe es immer für besonders bemerkenswert gehalten, dass ein Volk, für welches das Leben nicht gerade leicht gewesen ist, über Generationen gerade diesen Trinkspruch ausgebracht hat. Aber vielleicht kann er nur von einem solchen Volk ausgebracht werden und nur jene, die wirklichen Verlust erlitten und die sehr gelitten haben, können seine Macht verstehen. Lechaim ist eine Weise, das Leben zu leben. Je älter ich wurde, desto weniger schien es mir bei dem Spruch um das Feiern des Lebens zu gehen, sondern immer mehr um die Weisheit, sich für das Leben zu entscheiden. In den vielen Jahren, in denen ich nun an Krebs erkrankte Menschen beraten habe, habe ich immer wieder Menschen sich für das Leben entscheiden sehen, trotz Verlust und Schmerz und Schwierigkeiten. Die gleiche, nicht zum Schweigen zu bringende Freude, die ich in den Augen meines Großvaters gesehen habe, ist auch in all diesen Menschen. Dum 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 deya dum deyum dum 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 deya dum deyum dum dum deya dum deyum dum dum deya dum deya deyum dum 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 deya deya dum silam dum silam dum deya dum deyum dum dum deya dum silam dum silam dum deya deyum dum 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 silla dia silla tatwe dum 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 silla tatwe dia dum silla dum silla tatwe dum dia dum dia silla tatwe silla dum silla tatwe dum dia silla tatwe dum dia dum dia silla dum silla dum dia dum dia silla tatwe dum dia silla tatwe silla tatwe Silla, 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 silla
Mitten ins Herz. Manchmal können genau die Dinge, die unser Leben bedrohen, das Leben in uns stärken. Verluste und Krisen aktivieren oft den Lebenswillen. Wenn das geschieht, dann können wir über die Hindernisse, mit denen wir konfrontiert sind, hinauswachsen und uns von Problemen befreien, die niemals verschwinden, wenn wir uns ihnen nicht stellen. Einer meiner Patienten, ein junger Mann mit Diabetes, hat diesen Weg zur Freiheit in Form eines Traumes erfahren. Bei David wurde 2 Wochen nach seinem 17. Geburtstag Diabetes diagnostiziert. Er reagierte mit der Wut eines eingesperrten Tiers darauf. Wie ein Tier in einem Käfig rannte er gegen die Begrenzungen an, die so eine Krankheit mit sich bringt. Er weigerte sich, eine Diät einzuhalten. Er vergaß, sein Insulin zu nehmen. Er benutzte seine Krankheit, um sich wieder und wieder selbst zu verletzen. Da seine Eltern um sein Leben fürchteten, bestanden sie darauf, dass er zu mir zu einer Therapie kam. Er sträubte sich zwar, aber er gehorchte ihnen. Er war bereits fast 6 Monate in Therapie, ohne große Fortschritte gemacht zu haben, als er einen Traum hatte, der so intensiv war, dass er gar nicht gemerkt hatte, dass er schlief, bis er aufwachte. Ganz unverhofft hatte etwas tief in ihm auf die Weisheit in seiner Situation hingewiesen. In seinem Traum sah er sich in einem leeren Raum ohne Decke einer kleinen Buddha-Statue aus Stein gegenüber sitzen. David war kein spirituell gesinnter junger Mann und er hätte diese Statue vielleicht gar nicht erkannt, wenn die Darstellung nicht Teil der Kultur in Kalifornien gewesen wäre. Er hatte zwar schon viele Buddha-Darstellungen gesehen, aber diese Statue hatte etwas Besonderes. Er fühlte sich diesem Buddha irgendwie verwandt, vielleicht weil er auch ein junger Mann war, nicht älter als er selbst. Er wollte die Statue beschreiben, rang um die richtigen Worte. »Sein Gesicht war sehr still und friedlich, Rachel«, erzählte er mir. Aber da war noch etwas, wofür er keine Worte zu finden schien. Er schwieg lange. Dann sagte er mir, es sei ihm so vorgekommen, als lauschte der Buddha auf etwas tief in sich selbst. Die Statue hatte eine seltsame Wirkung auf David. Allein damit in dem Zimmer hatte er das Gefühl, immer mehr mit sich selbst in Frieden zu sein. Er hatte dieses ungewohnte Gefühl eine Zeit lang erfahren, als von irgendwoher hinter ihm ein Dolch geschleudert wurde. Er drang tief in das Herz des Buddhas ein. David war zutiefst erschüttert. Er fühlte sich betrogen, von Verzweiflung und Angst überwältigt. Aus der Tiefe dieser Gefühle war eine einzige Frage aufgetaucht: Warum ist das Leben so? Und dann begann die Statue zu wachsen. Zuerst so langsam, dass er nicht wusste, ob es wirklich geschah. Aber sie wuchs tatsächlich. Und auf einmal wusste er ohne jeden Zweifel, dass dies die Antwort Buddhas auf das Messer war. Die Statue wuchs immer weiter und ihr Gesicht war dabei so friedlich wie zuvor. Auch das Messer veränderte sich. Langsam wurde es zu einem winzigen schwarzen Flecken auf der Brust eines riesigen, lächelnden Buddhas. Als er das sah, fühlte er, wie sich etwas in ihm löste und zum ersten Mal seit langer Zeit
konnte er tief durchatmen. Er wachte mit Tränen in den Augen auf. Wenn jemand einen Traum erzählt, dann geschieht es oft, dass er zu einem tieferen Verständnis des Traumes gelangt. Während David mir seinen Traum erzählte, wurde ihm plötzlich klar, was er anfangs gefühlt hatte, als er den Dolch sah. Die Verzweiflung, die Angst und auch die Frage, warum ist das Leben so, waren genau das, was in der Praxis des Arztes hochgekommen war, als ihm eröffnet wurde, er habe Diabetes. Wie er sich ausdrückte, als diese Krankheit sich in das Herz meines Lebens bohrte. Doch er selbst hatte anders reagiert als der Buddha. Für David war dieser Traum wie das Öffnen einer Tür. Als seine Ärzte ihm sagten, dass die Krankheit unheilbar sei, hatte er mit Wut und Verzweiflung reagiert. Er hatte das Gefühl gehabt, dass das Leben in ihm zum Stillstand gekommen war und es keine Möglichkeit gab, voranzugehen. Aber auf eine überaus elegante Weise hatte das Leben ihm etwas anderes vor Augen geführt. Sein Traum hatte ihm Hoffnung auf Ganzheit gemacht und ihm nahegelegt, dass er mit der Zeit auf eine Weise wachsen könnte, dass die Wunde seiner Krankheit zu einem immer kleineren Teil der Gesamtsumme seines Lebens werden könnte. Dass er ein gutes Leben haben könnte, auch wenn es kein leichtes Leben sein würde. Nichts von dem, was seine Ärzte ihm gesagt hatten, hatte ihn an diese Möglichkeit denken lassen. Menschen mit einer chronischen Krankheit geraten leicht in eine Falle und fühlen sich abgewertet. Nicht durch die Macht der Krankheit, sondern durch die Macht ihrer Vorstellungen davon. Krankheit ist manchmal etwas Brutales, Einsames, Einschränkendes und Erschreckendes. Aber das Leben in uns kann stärker sein als all das und uns selbst von dem befreien, was wir ertragen müssen. Gelegentlich träumt jemand einen Traum für uns alle. Ich denke, dies ist einer dieser Träume.